Tor erzielt. Und abgepfiffen, Schrittfehler der Leipziger Eulitz mit 4 Schritten. So haben es die Schiedsrichter gesehen. Und da tankt er sich durch. Victor Donoso, der Volleyballer. Ja, der hat Volleyball gespielt und wollte dann mal bei einer WM teilnehmen, nämlich 4 Spiele im Handball. Und hat dann bei der WM 2011 und 2013 für sein Heimatland Handball gespielt. Der Volleyballer Victor Donoso, der Mann mit der Nummer 7. Das merkt man manchmal, wenn man ihn spielen sieht, dass da ein bisschen die technischen Grundlagen fehlen. Aber er hat einen 7-Meter rausgeholt. Victor Donoso und die Chance zum Ausgleich für Emil Feuchtmann. Und er verwandelt den Ball. Emil Feuchtmann mit seinem dritten Tor. 7 Meter verwandelt zum 23:23. Wir haben die 45. Minute. Und in der 15. Minute, da haben die Leipziger 8-8 gehabt. Da stand es dann 9-9. Dann lagen sie plötzlich bis 6 Tore vorn, die Leipziger, und haben diese 6 Tore Führung jetzt eingebüßt. Wir haben noch eine Viertelstunde und 30 Minuten zu spielen und es geht von vorn los in diesem Spiel 23:23. Ich habe ja die Ausgangslage vorhin schon mal erwähnt. Die Leipziger auf Platz 9 mit 17:15 Punkten. Aschersleben auf Platz 14 derzeit mit 11:21 Punkten. Und sollte Aschersleben dieses Spiel gewinnen, sollten sie den Leipzigern die zweite Heimniederlage beibringen und selbst das zweite Mal auswärts gewinnen. Dann würden beide Mannschaften in der Tabelle auf 4 Punkte zusammenrutschen. Aber jetzt erstmal 7 Meter. 7 Meter für die Leipziger, 7 Meter für Georg Eulitz. Georg Eulitz gegen Andreas Böhm. Einmal angetäuscht. Gehalten! Nochmal Eulitz! Und dann hat er verwandelt. Georg Eulitz im Glück. Böhm hält den 7 Meter. Aber Georg Eulitz im Nachwurf zum 24:23. Und das ist der Spielstand in der 46. Minute. Die Aschersleben im Angriff mit Gordon Müller. Er wartet, bis Kommers kommt. Und dann falsche Sperre, Stürmerfoul. Es gibt den Ball für die Leipziger. 46 Minuten gespielt. Berthold will da durch, die Leipziger im Angriff. Stürmerfoul der Aschersleben gepfiffen. Die Schiedsrichter deuten an, da hat der Mann, der die Sperre stellen wollte, den Arm der Leipziger eingeklemmt, des Leipziger Verteidigers. Berthold, Meiner, Fritsch, da steigt hoch, Böhm hält, Nachsetzen von René Wagner, das Nachsetzen ist nicht erfolgreich. 24:23, wieder die Chance für Aschersleben zum Ausgleich. Einmal haben sie ja schon ausgleichen können, nach dem Rückstand von 6 Toren haben sie zum 23:23 getroffen. Jetzt liegen sie ein Tor zurück. Alleingang auf der linken Seite. Siebert hält! Siebert hält! Da war er durch. Victor Donoso, der chilenische Auswahlspieler, frisch von der WM gekommen. Und auf der Gegenseite Sascha Meiner, der über 100 Länderspiele für die Junioren und die Jugend Deutschlands bestritten hat. Also der ehemalige Jugend- und Junioren-Auswahlspieler Deutschlands erhöht für die Leipziger auf 25:23. Sascha Meiner mit dem ersten Tor. Ja. Im vergangenen Jahr war er der beste Torschütze der SGLVB und er erzielt sonst immer 4 Tore im Spiel, im Schnitt. Und jetzt der Konter und die Leipziger liegen wieder vor den 3 Toren. 26:23.